Hab ich erstmal so zu dem gestellt, hab so hinter dem mich platziert und hab so aufgepasst, dass der nicht weggebumst wird. Ich dachte, die wird viel zu einfach, aber Ozaki? Ozaki ist Son! Fällt uns da auf einmal, ich weiß gar nicht genau, wer es war, irgendwie aus unserer Gruppe ein Handy aufgefallen. Ich glaube, Yoshi war's. Lag eiskalt ein Handy auf dem Boden. Mitten auf dem Boden. Am Freitag, da war einmal war richtig Festival-Feeling. Marvin kam an, wir hatten endlich wieder... Nur einmal. Schönes... Ey, ich muss aufhören zu labern, Alter. Jetzt fahre ich hier wieder zurück zum... Geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder grandiose Action an der Map von Mitya. 15%. Heute ein Obstsalat. Ich hoffe, das ist ein Obstacle Wall. Ich habe keine Ahnung, aber damit catcht man uns ja immer wieder, ne? Mit dabei haben wir natürlich den guten Echo. Astalama! Hallo, Muchachos! Beim Obstacle Obstsalat sind wir dabei. Die Nüsse sind massiert. Schön, sehr Startzeit. Wünsche einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, guten Dusch, guten Durst, guten Appetit, guten Besserung, guten Rauch und guten. Yeah. Also, wie gesagt, der letzte, der hat mir wieder sehr gut gefallen. So, Nico, wie fühlst immer. Du dich? Ich fühle mich ein bisschen kaputt und ich fühle mich traurig. Ich will wieder zurück auf die Nature. Denn, Muchachos, das ist jetzt sozusagen die erste Solo-Aufnahme, nachdem wir vom Nature wiedergekommen sind. Erst einmal kleine Info für euch. Zum Glück ist das nicht untergegangen wie Wacken. Da hatten wir echt ein bisschen Angst vor. Ja, ja. Es war auch, also... Der Wetterbericht vorher für die Nature war wirklich komplette Hiobsbotschaften. Schmutz! Es sollte einfach von Donnerstag bis Sonntag durchregnen, Gewitter, Sturm, alles. Ja. Und am Ende war es zwar jetzt kein glänzendes, geiles Festivalwetter, aber wir sind erst am Sonntag beim Abbauen abgesoffen. Ja, ging noch, ne? Also ging noch. Das war okay, war okay. Ja. Digga, was, wohin? Digga, first try den ersten Punkt in einer Minute. War. Los! Aber ja, yeah. Wacken untergegangen. Hast du wieder verkackt? Mieser Chanko. Ich hab Wacken. Bei den Wellendingern verkackt, ja. Ist komplett untergegangen. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen Fake-Info erzählt beim letzten Mal. Da wussten wir nicht genau, was da passiert ist. Die haben mir gesagt, dass Wacken irgendwie ausgefallen ist oder so, ne? Aber wirklich ein Reisestopp. Und nur ein paar Leute durften sozusagen mitmachen. Ich weiß ja, gar also nicht. Es war ein Reisestopp und ich glaube, es durften halt nur die Leute aus Festival, die halt bis dahin schon da waren. Genau, genau. Aber das ist ja dann sozusagen kein Abbruch, ne? Ich frag mich. Was dann mit den Bühnen los war? Waren die Ex trotzdem alle da und es waren einfach nur 500 Leute da? Das muss ja richtig geil gewesen sein für die Leute, die dann da waren. Es waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon 80.000 Menschen da. 80.000? Wacken ist ja eigentlich, glaube ich, so 120.000. Alter! Ach, also 60.000, keine Ahnung, aber es war jetzt nicht nur irgendwie 500. 30 Menschen auf dem Festival. Okay, okay, gut. Ja, das also... Ich nur sagen. Die waren auf jeden Fall, was ich gesehen habe, einigermaßen gut vorbereitet. Gummistiefel. Digga, wer hat Gummistiefel zu Hause? Ich habe keine zu Hause gehabt. Ich bin mit meinen Vans, Digga, eiskalt mit Vans, bin ich da aufs Nature gefahren und Sportschuhen. Das war schon sehr YOLO, muss ich sagen. Am Ende habe ich es auch ein bisschen bereut. Oh! Aber ich hatte, also zumindest Dick und ich hatten beide Crocs dabei, ne? Also das muss man ja schon mal dazu sagen. Ich hab die Crocs, waren auch meine meistgetragenen Schuhe, oder? Ja. Als ich unterwegs war, ich habe mir vorher noch Nike Freeze geholt, um meine Beine vielleicht so ein bisschen zu schonen, sonst war ich ja immer mit den Chucks auf dem Festival. Mhm. Da habe ich einfach immer relativ früh schon gemerkt, dass meine Beine dann mies wehtun, weil die ja einfach keine Sohlen haben. Mit den Nike Freeze ging das echt ziemlich gut. Crocs getragen, Gummistiefel hatte ich auch dabei, aber die habe ich nur... Am Abreisetag hast du die getragen, ne? Nur am Abreisetag getragen, ja. Nee, ich hätte gerne Gummistiefel dabei gehabt, denn wirklich am Ende, am Sonntag dann, war das schon echt matschig. Ey, Junge! Es war schon echt gestört. Wo verkackst du denn, Brudi? Diese scheiß Wellendinger auf dem Rückweg. Ja, die sind schon böse, ja. Ich schau mir das mal kurz an bei dir. Auf dem Rückweg sogar, Hinweg ist easy. Ja, easy auch nicht, aber habe ich ja schon zweimal geschafft. Ach, schau ich mir mal an, wenn ich einmal zuschaue, ist gut, ey. Aber sonst, ich bin dort angekommen, toll. Einen Tag später. Warum schaust du mir zu? Aber dann fahre ich weiter. Einen Tag später und da war die Sonne da. Dachte so, what the fuck? Vorher im Wetterbericht nachgeschaut, es sollte eigentlich, also bei mir, bei Dick schon auch was anderes, es sollte eigentlich 24/7 durchregnen. Immer so leichter Schauer oder Scheißwetter, also es sollte immer beschissen sein. Und wir hatten eiskalt zwischendurch Sonne. Freitag um 15, 16 Uhr war, glaube ich, da. Auch gut, wir
Wir haben unser Keg vergessen. Wir haben ja Zapfanlage dabei für unser Bier. Und haben aber... Das heißt Keg? Den Keg liegen lassen. Keg heißt das ja. Mieser Keg? Da, kommt das daher oder was? Keg. Das ist quasi der Anschluss für zwischen Bierfass und Zapfanlage. Oh. Das Ding heißt Keg und das haben wir vergessen. Und da musste Marvin noch, richtig Katastrophe, ey. Wir müssen dann noch 3 Downflips schaffen. Ja. Digga, first try, ich bin gleich hier schon durch mit der Map hier, was ist los? Und dann musste Marvin noch 2 Stunden Umweg fahren. Ich kann euch mal sagen. Zu meinen Kumpels nach Hause, den Keg holen und dann zum Festival. Ja, ich bin von Hannover Nähe Bremen gefahren, von Bremen dann nach Castellaun. Ich war insgesamt 8 Stunden unterwegs, ey. Fick mich hart, ey. Also das ist ja ein richtiger LKW-Fahrer-Job, muss ich sagen. Nur, dass die LKW-Fahrer dann irgendwie einen richtig geilen Sitz haben mit Hydraulik und haben ein richtig geiles Bett hinten und müssen zwischendurch Pause machen. Und Marvin nicht. Ja, und Polizeikontrolle. Ich wurde aber nicht kontrolliert, weil ich einfach wahrscheinlich richtig cool aussah. Ich habe auch erstmal direkt meine... einfach einen Seat Aurora kontrolliert. Dachte ich so, okay, das ist keiner. Ja, ich muss auch sagen, die Autos, die ich gesehen habe, die kontrolliert wurden, das waren dann eher so Dreier BMW und es war dann sowas. Also es war schon so richtig klischee-mäßig. Ey, Digga. Der Gigolo-Drogentransfer. Deswegen, also am besten... Ich komme hier aber nicht weiter, ey. Nicht mit einer kompletten Billigkarre, also falls ihr natürlich was dabei habt, ne? Mit einer nicht kompletten Billigkarre davor fahren und aber auch nicht mit so einer Prollkarre. So, ich kann euch ein Seat Aurora empfehlen. Als wir da in der Schlange standen, also erstmal Polizeikontrolle, als wir ankamen Donnerstag, war gar nicht. Ja. Eigentlich haben die aber zwei Kontrollringe quasi, bevor man da hinkommt, an allen Zufahrtsstraßen. Der erste Ring, da standen die gerade und haben irgendwie Teambesprechung gemacht, haben alle Kaffee getrunken und standen da einfach nur rum. Geil. Und beim zweiten Ring war ein Fahrzeug mit, ich glaube, 3 oder 4 Polizisten und die haben ein Fahrzeug rausgesucht. Aber normalerweise ist da halt richtiges Großaufgebot. Richtig Attacke, ja. Na, ey, Junge, ich komm hier an, ey. Aber als Marvin ankam, am Freitag, war richtig Festival-Feeling. Marvin kam an, wir hatten endlich wieder Bier. Nur einmal. Schönes, kaltes Bier. Oh, ja, also so richtig Festival-Feeling schon, ja. Einmal nur. Ja. Echt schade eigentlich, ne? Wir hatten wieder Bier und die Sonne kam raus. Wir hatten so knapp 2 Stunden tatsächlich echt Sonne. Ja. Konnte man auch oberkörperfrei rumlaufen dann. Das war schon geil, ey. Da weiß man das so richtig zu schätzen. Das war nice, ey. Geiles Wetter, ne? Nächstes Mal nicht. Musik lief dann auch, dann kamen auch Leute an, bestimmt wir tanzt bei uns und so. Das war einmal, wie gesagt, einmal kurz Festival-Feeling. Ich würde sagen, nächstes Mal nicht beschweren, wenn es zu warm ist, wie es sonst immer war. Ey. Ich habe uns noch nie beschwert, dass es zu warm war. Ich schon, Digga. Beim Abbau, als die Sonne dann richtig gebrannt hat, ich glaube, es war letztes Jahr, es war schon gestört. Ja. Aber hier, wegen der Polizeikontrolle nochmal, also, ich hatte nichts dabei, gar nichts, ne? Alles safe. Ich habe irgendwie trotzdem immer Schiss bei Polizeikontrollen. Ich habe keine Ahnung warum, ey. Irgendwie habe ich ein richtig schlechtes Gefühl, ey. Ich fühle mich nicht sicher bei der Polizei, muss ich sagen. Ich habe immer, hab immer das Gefühl, dass sie mich ankacken wollen, wegen irgendwas. Aha, du bist das also. Und dann essen wir so in meinem Auto rumkramen, mischen irgendwo einfach so eine Kokspackung einfach dazwischen. Ah, was ist das denn? Hey, das gehört nicht mir. Ja. Das kann jeder sagen. Deswegen, ich habe irgendwie immer Angst, dass ich an so richtigen Chaco-Polizisten lande. Ja, als wir da gestanden haben und dieses eine Auto kontrolliert wurde, sind Leute zu Fuß an uns vorbeigegangen und haben gerade darüber gesprochen, wie sie Zeug schon vorher auf dem Gelände vergraben hatten. Echt? Ja, das ist so ein klassisches Ding, ne? Hab ich auch schon von gehört. Ich glaube zumindest, wenn du so in der Größenordnung unterwegs bist, dass du wirklich auch Zeug verkaufst, musst du das vorher da vergraben. Alter Schwede, ey. Kannst ja nicht, ich weiß ja nicht mal, von was für Größenordnung wir da sprechen. Mit Gras kenne ich mich so einigermaßen aus. Da weiß ich, wenn man da auf dem Festival was verkaufen will, hat man bestimmt so, weiß ich nicht, lass 500 Gramm sein oder was dabei. Alter, was? Ja, wenn du da verkaufen willst. Ja, stimmt schon, ja. Aber ich habe keinen Plan, wie viel man dabei hat, wenn es so um Pillen geht jetzt oder so ein Bums. Ja, also ich wurde schon häufiger Junge! Ich wurde auf dem Festival auf jeden Fall schon mal häufiger angesprochen, ob ich nicht was habe oder verkaufe. Also, nee, ob ich was verkaufe. Ja doch, oder ob ich irgendwas einfach habe, was ich so weitergeben kann. Schon krass, ne? Ich wurde auch ein paar Mal gefragt, ja. Ja, aber also ich glaube, das sind auch echt viele, Alter. Aber es ist mega friedlich, also... Ja. Auch dieses Jahr wieder nur gute Erfahrungen gemacht mit den Leuten da, alle mega freundlich, auch
in den Clubs und so, in den Bunkern. Es war brechend voll, weil es teilweise rein musste sich da durch die Menge schieben, konnte sich eigentlich kaum bewegen, weil es so voll war. Und trotzdem hat keiner rumgebieft, keiner Stress gemacht. Alles friedlich, alles cool, Leute. Geil. Ich habe nur von einer Sache gehört, ich bin dort angekommen. Ey, Junge, ich das nee, ey. Und hab dann sofort gehört, ja, die haben heute irgendwelche Zivilpolizisten, haben da jemanden hops genommen. Die haben einfach nachgefragt, so, ja, habt ihr so ein bisschen, ich weiß, ich glaube, es waren sogar Teile, es war nicht Gras. Dann haben sie gesagt, ja, schau mal da hinten. Und dann sind die hingegangen. Das waren so Leute, die aussahen wie du und ich, ne? Und dann wurden sie da erstmal richtig zivilmäßig richtig auseinandergerissen, ey. Hab ich auch von gehört, dass Zivilpolizisten unterwegs gewesen sein Auf Facebook wurde das direkt irgendwie so rumgeschrieben, ne? Ja, aber ich weiß nicht, wie real das ist, Alter. Weil auf Facebook haben sie auch geschrieben, dass ich Klimakleber am Eingang festgeklebt habe. Echt? Und das haben auch nachher noch Leute erzählt, wo ich mir dachte, Digga, du kannst doch nicht... Ja, es war Schlange wegen dem beschissenen Wetter, weil Leute sich festgefahren haben und nicht, weil der Klimakleber sich bei dem Festival die Straße kleben, Alter. Behindert, Alter. Ja, nein, das stimmt auf Facebook. Ja, klar, stimmt. Also, okay, das hab ich nicht gehört. Wie das mit den Zivilbullen da ist, das weiß ich dann am Ende auch nicht. Ah, okay. Aber ich habe Polizisten in Uniform gesehen. Ja, die sind dort rumgefahren, also auch Polizeiautos. Auch auf dem Festivalgelände im Bunker, am Eingang standen welche. Stimmt, ja, da war was, ja, hast recht. Aber was sagst du? Wie war das Festival erstmal auf dem Campingplatz? Das ist ja auch so ein eigenes Festival für sich. Was sagst du? Wie viele Punkte kriegst du? Dieses Jahr weniger. Ich weiß auch gar nicht genau warum. Ich habe jetzt gelesen, es waren gar nicht so viel mehr Gäste da als sonst. Ja. Aber wir waren ja zeltplatzmäßig waren wir ein gutes Stück weiter außen als sonst. Obwohl wir früher gekommen sind eigentlich. Oh, ficken! Ja. Deswegen kein Plan, woran das jetzt lag. Ich war übrigens komplett am Arsch der Heide. Also ich war auf dem allerletzten Feld. Das war leider Nachmittag, das war. Also ich war am Arsch der Heide. Also ich war wirklich nicht mal ansatzweise Teil des Geschehens. Oh nein. Yeah, baby, yeah! So, ich bin durch übrigens, Deko. Ice cold, ey. Weiter. Auf welchem Punkt bist du? Im zweiten. Nein, gerade eben geschafft. Oh, okay. Ja, also kommt richtig viel. Willst du noch durchkommen? Es war halt wettermäßig war es sehr schade. Es war jetzt wie gesagt nicht so schlimm wie befürchtet, aber wir hatten halt nur einmal kurz Sonne. Und Sonne gehört halt schon irgendwie dazu. Ja. Wir waren ein bisschen weiter außen, wir hatten Pech mit unserem Platz, mit unserer Position. Weil wir haben eine Anlage dabei, aber wir hatten Nachbarn direkt, die auch eine Anlage dabei hatten, die größer war als unsere. Nicht besser, ich fand unsere Anlage war um einiges besser. Aber wir hatten doppelt so viel Boxen dabei quasi. Dadurch hat man unsere Musik teilweise gar nicht gehört. Ja, aber so ansonsten war Zeltplatz ganz cool. Ja, wir hatten wir hatten einen Ofen dabei, Zapfanlage, Dusche. Ja, war richtig gestört, ey. Dusche mit einem Tauchsieder. Wir hatten sogar warmes Wasser zum Duschen. Digga, ich baller jetzt aber erstmal ins Ziel, ja? Das dauert noch 8 Jahre, bis du da bist. Ah, komm, machen wir. Okay. Also, Muchachos, die Empfehlung für diese Map geht schon mal raus. Der erste Punkt war, glaube ich, jetzt für Deko war jetzt ein bisschen crank, aber der Rest war einigermaßen cool. Ich hätte die sogar Map gerne noch gespielt. Dankeschön. Kannst du im Stream vielleicht mal zocken? Oh. Weiter geht's! Auch mit einer Map von dem Muchacho. Pros 10 Minuten, Normalos 20 Minuten und Noobs 35 Minuten. Und ich wurde ein bisschen getriggert, die anzumachen. Denn schaut euch bitte dieses sexy Thumbnail an. Also, Ozaki, vielen, vielen Dank für doch dieses Kunststück. Deko, was sagst du dazu? Es ist wirklich ein krasses Kunstwerk. Ich weiß nicht, wo er die Bilder ausgegraben hat. Es muss ja schon Ewigkeiten alt sein. Aber es hat geholfen, dass wir die Map spielen, auf jeden Fall. 44% also, wäre mir eigentlich auch zu viel gewesen, muss ich sagen. Ja, aber gut. Erfüllt. Oh, es wurde so gebaitet. Schrägen Schmutzigen hier vorne schon. Ja, aber neben Bierzapfanlage, ne, hatten wir auch Kühlschrank, Eiswürfel. Aber der Ofen war schon Hardcore-Flex, muss ich sagen. Digga, also, Ofen, es war richtig geil, Alter. Donnerstag bin ich bis 4 Uhr auf dem Zeltplatz gewesen. Hab mich da umgeguckt, mir die ganzen Anlagen angeschaut. Stimmt gar nicht, noch länger. Ich glaube, ich war um 5 war ich jetzt, Viertel nach 5 war ich zu Hause. Da hättest du eine Pizza reingeballert, oder was?
Ey, morgens dann aufgestanden um 11 Uhr oder sowas. Erstmal einfach nur eine 4-Käse-Pizza in den Ofen. Richtig geil, ey. Ah, geil, ey. Egal. Und dann direkt noch den Grill angeschmissen, kurz danach. Noch wieder schön Steak gegessen. Wir haben uns ja auch vorher bei so einem, beim, sogar in Castellon quasi, also in dem Ort da, Schlachter vorher angerufen, haben uns da ordentlich geile Steaks und Spieße bestellt, die wir noch abgeholt haben. Oh fuck. Also da hat auf jeden Fall dann der Ort quasi auch ein bisschen Cash gemacht mit uns. Hab ich auch gehört. Castellon macht die Wirtschaft unterstützt. Macht zur Nature One Zeit echt richtig Parra, ey. Ich frag mich immer so, hä, so, also, es gibt ja nicht sowas wie, wie heißt das hier, diese Gebühr, die in Kurorten, so eine Taxe? Kurtaxe, genau. Gibt's da ja nicht sowas, ne? Also machen die da nur Geld mit Supermärkten? Hotels wahrscheinlich auch so ein bisschen, ne? Ja, Hotels haben die da ein bisschen, Supermärkte, Freibad, Schwimmbad, ich glaube, ist ein Hallenbad. Ja. So halt normale Läden da, ne? Die man so noch frequentieren kann. Oh! Alter, Nature One close, hat aber auch Werbung gemacht noch für den Ort. Also sie haben da so eine Woof heißt ja, W-O-O-F, V, Woof. Woof. So eine Festival-App für ganz viele verschiedene Festivals. Auch so für die Kommunikation, ne, gerade so bei der Anreise, Abreise, dass die so ein bisschen kommuniziert haben, woran es gerade hängt, wo es hängt, wenn es wieder weitergeht, ob es weitergeht und sowas. Da haben die auch Werbung gemacht für hier, erster Tag ist vorbei, gönnt euch einen Besuch in Castellon und ladet die Batterien wieder auf. Bisschen Massage, also. Massage. Also der Ort profitiert da auf jeden Fall schon von, aber so wie ich das mitbekommen habe, alle im Ort auch freuen sich jedes Mal über Nature. Ja, also natürlich, da kommt ein bisschen Kader rein viel, hier, ne? Genau, kommt ein bisschen, also erstmal ein bisschen Cash rein, ein bisschen Leben rein. Die Castellauner sitzen dann quasi am Anreisetag an der Straße und winken den Leuten zu, auch schon so Nature-fahrende Hand und Ficken. Sowas. Das echt ganz cool. Ihr eigenes Dixie-Klo hatten wir auch. Franzl. Du Franzl. Krass eigentlich, aus oder? Aus Bayern mitgebracht. Ihr eigenes Dixie-Klo. Ihr konntest ja auch mieten für 250. Ja. Aber wir hatten halt unser eigenes dabei. Aber die Frage ist, was fehlt eigentlich noch? Also ich habe bei anderen gesehen, die das nicht getoppt haben, aber die zum Beispiel eine Sache besser hatten. Und das war so ein Sofa zum Beispiel. Ein Sofa dabei. Jetzt, wenn es die ganze Zeit regnet, wäre es natürlich ziemlich ungeil, ne? Aber... Ja. Das, nee, wir haben alle Stühle dabei. Weiß nicht, Sofa brauchen wir noch nicht. Doch, ich finde Sofa auch schon irgendwie gemütlich, ey. Also die Scheiße ist, wir waren ja eigentlich bis zum Ende da. Alle sind schon abgereist und dann sieht man mal, wie viel Dreck da hinterlassen wurde. Und ey, die ganzen Sofas. Es bleibt so viel Zeug da, Alter. Auch genau, das Sofa ist da stehen geblieben. Kühlschränke, irgendwelche Stehlampen und sowas. Tausende Teilweise Zelte. Teilweise ganze Zelte einfach, die stehen gelassen werden. Ja. Das ist schon echt einfach, muss man sagen, einfach Bastard-Move. Das ist schon richtig gestört, das kennt man ja von anderen Festivals auch, aber eigentlich war es bei der Nature, gab es immer mal, aber eher mehr vereinzelt eigentlich. Ich fand jetzt, dieses Jahr war es ein bisschen häufiger, was ich so gesehen habe. Ja, aber ich Nature... Ich finde diesen zweiten Schmutz hier richtig eklig. Ja. Also 44% finde ich auch krass, ey, bei so einer Map, aber irgendwie auch geil. Also ich wurde positiv überrascht, dass die doch ein bisschen knackiger ist. Ich dachte, die wird viel zu einfach, aber Ozaki ist Son! Freut mich. Und hat er? Ich würde oben übrigens eine Arschdrehung machen. So komisch über die, was? Ich würde oben eine Arschdrehung dann machen. Ja, ich nicht. Also vielleicht, aber ich müsste erstmal eine Koralle ausprobieren, eine richtige da. Und ich war erst zweimal da oben. Okay, dann mach ich auch nochmal eine Koralle. Beim ersten Mal wusste ich nicht, was man da machen muss, beim zweiten Mal. Okay, ich habe jetzt auch noch Koralle gemacht. War ich zu weit oben. Koralle hat aber geklappt bei mir. Ja, Koralle habe ich jetzt auch gemacht. Oh nein, wo muss ich hier da hin? Ah, hier weiterfahren. Einige Muchachos auch getroffen auf jeden Fall, auf der Nature. Mich auch sehr gefreut. Oh, Schmutziger kommt dann irgendwann. Digga, dieser scheiß zweite Schmutzige, Mann. Ich bekomme den einfach nicht hin. Huhuhu. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, ein Muchacho-Paar habe ich auf jeden Fall verpasst, glaube ich, weil ich da noch rumgekummert habe. War, glaube ich, am ersten Tag, wo ich ein bisschen übertrieben habe, von Freitag auf Samstag. Das war gut. Am Samstag habe ich ein bisschen... Ja, zwei Dudes waren da, wo du gepennt hast noch, ja. Also am Samstag habe ich mich ein wenig mehr zurückgezogen. Das war nicht ganz so krass, aber... Ja. Das Ey, auch. Digga, wo? Alter! Wo soll ich den scheiß Flip machen, Alter? Aber eigentlich bin ich ja so feiernmäßig schon echt ein Boomer. Also ich
gehe nicht mehr so lange feiern, wenn wir mal in Hannover unterwegs sind. Aber da waren wir jetzt echt immer zumindest so bis 5 Uhr unterwegs. Ne? Also es war schon ziemlich geil. Ey. Also nehme ich mir allerdings auch vor, wenn wir auf Nature fahren, mein Ziel ist immer bis mindestens 4 Uhr zu machen. Und keine Knieprobleme, ne? Du auch nicht, ne? Nee, ich auch keine. Ich habe dieses Jahr keine Kniebandagen getragen, auch nicht. Ja. Und bin trotzdem ziemlich gut klargekommen. Ich weiß nicht, ob es an den Schuhen lag oder... Shit! Das könnte was ausgemacht haben. Ich habe aber auch jetzt wieder seit Februar mit meinem Training auch vermehrt Beine trainiert. Hat das auch ein bisschen was geholfen? Deko hatte übrigens auch seine Handy-App, was nicht stimmen kann. 60.000 Schritte drin. Ja, stimmt doch überhaupt nicht. Ja, ich dachte, 60.000 stand da doch beim 5. August bei dir. Das war nicht meine, Junge. Achso, was war denn das? Das war in der Woof-App. Da haben Leute gesagt, hier postet mal eure Schritte. Achso, ich dachte, das wäre deins, Digga. Mein Handy trackt gar keine Schritte. Nein? Nee. Hä? Wir haben doch das gleiche. Keine Ahnung, bei mir steht das nicht. Oh. Wow, Alter! Alter, ich hätte dir so deinen Arsch doch weggefickt, ey. Wie schnell ich reagiert habe, ey. Ich bin einfach so ein Profi, ey. Nee, ich weiß nur, wie viel gemacht habe ungefähr von dir. Ah! Digga, ich dachte schon 60.000 Schritte von dir. Das ist never, das kann gar nicht stimmen, ey. Ah, okay, das ergibt Sinn. Weil wir haben immer so 25.000 gehabt. Das war noch vollkommen in Ordnung. Oh, fuck. Oh, was war das denn hier für ein Scheiß, ey? Das übrigens, du musst da rückwärts durchballern und dann sind der Edwards, ne? Ich hatte immer genau das Pech, dass ich immer genau da reingebrezelt bin, ne? Aber in der Tube-Korall, oder was? Ja. Da musst du eben Glück haben, dass du nicht in so ein Edward reinfährst. Ja, hab's. Aber 25.000 Schritte für morgens und abends nur Bewegung. First try! Digga, du hast einfach Glück, dass du da nicht reingebrezelt bist in dieser Klappe. First try gemacht, ey. Einfach die Skills. Ja, das meine ich, da ist ja Glück. Aber ja, also dafür, dass wir quasi nur morgens, bis 4 Uhr unterwegs oder sowas quasi. Dann der Weg nach Hause, der auch halt, wir waren relativ weit außen, relativ lang war. Ja, wir sind wirklich so eine Dreiviertelstunde sind wir fast gegangen zum Zeltplatz. Schon ordentlich Schritte gesammelt, ey. Aber war wieder richtig geil, Alter, auch. Festivalgelände, Bunker war geil, wir waren auch im Vibes-Zelt, so im Psychedelic-Area. Da war auch die Mucke richtig geil, auch richtig geil tanzbar. Classic-Terminal, Selfie-Circles. Ja, Classic war schon geil, ey. Ja, es war schon echt geil, Alter. Vor allem die Bunker, ich liebe einfach Tunnel, ey. Das Geile ist für alle... Tunnel Underground, einfach. Für alle möglichen Liebhaber eben was dabei. Wenn ihr auf richtig kranken Scheiß steht, so wie die Deko, dann ist der Bunker was für euch, da geht's richtig ab. Oder eben so ein bisschen gechillter. Dann, ja, das sag ich ja immer. Das ist halt das Geile an Nature. Nature ist einfach ein Fest der elektronischen Tanzmusik. Da gibt es alles. Da müsst ihr nicht irgendwie Hardcore hören oder irgendwie sowas. Auf den Mainstays läuft EDM. Dann gibt es eine Area mit Classic, alten 80er Jahre Techno. Dann gibt es aktuellen Techno. Dann gibt es Hardstyle. Es gibt Psychedelic, Trance. Also... Da ist wirklich alles, auf dem Festivalgelände wie auch auf dem Zeltplatz. So, auf dem Zeltplatz habe ich das Gefühl, mittlerweile sind die meisten Leute da mit Hardcore unterwegs tatsächlich. Aber ich habe dieses Jahr weniger Gasmasken oder so gesehen, also so richtig, in so richtig kranken Outfits. Habe ich dieses Jahr echt kaum jemand gesehen. Letztes Jahr war das krasser. Aber, weiß Deko, du kannst Gasmasken, soll einfach eine Gasmaske anhaben und so Outfits einfach, die so ein bisschen crazy. Wäre mir noch nie aufgefallen. Hast du so nicht gesehen? Echt nicht? Nee. Krass, ey. Richtig häufig gesehen. Du kannst ja mal von unserer Ehrenaktion erzählen, ey. Ehrenaktion? Ja, mit dem Handy. Ach so! Ja. Ja, das war schon crank, Alter. Ich kann euch schon mal spoilern, wenn wir nicht die nächsten 20 Jahre richtig Karma-Punkte gesammelt haben, dann weiß ich aber auch nicht, ey. Alter, wir waren auf dem Weg zum Festivalgelände. Eigentlich schon gerade da, gerade draufgegangen. Fällt uns da auf einmal, ich weiß gar nicht genau, wer es war, irgendwie aus unserer Gruppe ein Handy aufgefallen. Ich glaube, Yoshi war es. Lag eiskalt ein Handy auf dem Boden. Mitten auf dem Boden. Ein bisschen vollgematscht, aber ansonsten heile. Erstmal so angeguckt, okay, scheiße, was machen wir jetzt? Wieder liegen lassen. Und dann meinte Marvin so, nee, lass mitnehmen und abgeben, Fundbüro. Und dann wollten wir das machen. Auf dem Handy nachgeschaut, ob wir irgendwas finden, was uns irgendwelche Anhaltspunkte gibt.
Und dann waren da Instagram-Sachen drauf. Dann haben wir gedacht, okay, vielleicht ja irgendwie ein naher Kumpel irgendwie sowas. Können wir auf Instagram nachschauen, wer das ist. Ja. Vielleicht ist das ja jemand, der den kennt, vom dem Besitzer vom Handy. Haben wir auch nachgeschaut und waren nur so große irgendwelche anderen Influencer, keine Ahnung. Irgendwas Unwichtiges auf jeden Fall. Wir machen uns also auf den Weg zum Fundbüro, zu den Ticketstellen und auf einmal klingelt das Handy. Und da war eiskalt der Besitzer dran, der von seinem Kumpel aus angerufen. Und dann haben wir uns mit dem getroffen, am Eingang, bei der Pübner, wo das Flugzeug steht, und haben ihm sein Handy wieder gegeben. Stellt euch vor, ihr verliert auf einem Festival mit über 60.000 Menschen euer Handy und bekommt es eiskalt nach 10 Minuten wieder. Was zum motherfucking fuck hat dieser Typ für einen Lack gehabt, ey. Dass wir das hatten, ne? Dass wir das hatten, Digga. Also ich kann mir gut vorstellen, ne, die meisten Leute sind da echt sehr korrekt drauf auf der Nature, aber ich glaube, so ein Handy, das da rum, war auch noch ein iPhone relativ neues. Da muss man schon sehr viel Glück haben, dass das tatsächlich dann nicht eingesteckt wird oder so. Ja. Er meinte auch so, bleib mal bitte die ganze Zeit am Telefon. Der dachte, wir legen gleich wir auf. Wir überlegen uns das noch anders. Ja, ich dachte, er gibt ein bisschen was aus. Leider haben wir ein paar Fotos mit ihm gemacht nur und was haben wir noch gemacht? Ein paar Umarmungen, ne? Haben wir noch ausgetauscht. Aber dann sind die abgehauen. Ich dachte so, ein Bier wäre schon drin gewesen. Hätte auch ruhig mal irgendwie Finderlohn geben können, ja. Ja, so ein Bierchen wär doch schon drin gewesen, ne? Den iPhone dazu kriegen. Aber ne, wir haben Karo-Punkte gesammelt, Muchachos. Ja. Handy gefunden, Handy an den Besitzer zurückgegeben. Alles nice. Richtig geil. Also insgesamt, Nature war eine geile Sache. Wäre das Wetter noch ein bisschen besser gewesen. Wäre das echt. Oh nein. Ey, ich muss aufhören zu labern, Alter. Jetzt fahre ich hier wieder zurück zu uns. Oh. Digga, ich weiß aber nicht, wo ich gleich langfahren muss. Muss ich da oben langfahren? Hast du den Punkt schon bekommen jetzt? Ja. Warte mal, hier ist eine Koralle. Das habe ich gerade geschafft, dann wusste ich nicht, wo ich langfahren muss. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was da kam. Jetzt irgendwie hier oben langfahren vielleicht? Jetzt gerade bei dem Punkt hier war ich schon durch und fahre wieder zurück zum Spawn. Jetzt habe ich wieder vier Schmutzige geschaffen. Irgendwie hier durch? Ist hier der richtige Punkt? Oh. Nein, noch eine Koralle? Ach, da war der Verwandler! LOL, ey! Ach stimmt, Verwandler kommt da, ja. LOL, ich bin da... kurz davor bin ich aber unten lang gefahren, ey. Oh. Richtig unnötig, ey. Tschüss, ey. Ja, aber ich muss auch sagen, also das Wetter war scheiße, aber immer noch besser als erwartet und deswegen... muss ich sagen, war es echt ein geiles Ding. Die Musik war richtig Hammer, hat mir richtig gut gefallen. Ja, ich war viel im Bunker, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, Bunker war auch richtig geil, hab ich auch richtig gefeiert. Sowohl Acid Wars als auch Tunnel Underground. Also Empfehlung für die Nature geht auf jeden Fall raus, man muss es mal erlebt haben. Also irgendwer von euch, Muchachos, das kommt doch bestimmt auch aus Hamburg, oder? Weil Tunnel Underground ist eigentlich ein Club, ein Hamburger Club. Sagt mir mal, ob man da gut feiern kann, wo das Ding überhaupt ist und wie das so ist, falls da irgendwer schon mal war. Weil dann würde ich fast mal zum Feiern nach Hamburg fahren extra dafür, ey. Digga, zum Hafengeburtstag, ey. Für geile Mucke, ey. Können wir mal rüberballern, ey. Ja, wobei, aber dann wenn ist wir dann Hafengeburtstag rüberfahren, sind da keine Leute dabei, die so eine Musik hören. Oh, vielleicht finden wir die Leute, ne? Also die Anlage ist eben entscheidend, ne? Wenn ja, man schon... Ja, in so einem Tunnelclub dann wird wohl eine anständige Anlage sein. Ja, hoffentlich, weiß ich nicht. Also wir in Hannover also haben nicht einen Club, wo eine geile Anlage ist, ey. Digga, es war so geil. Es ist einfach, das ist sehr schade an dieser Musik. Weil du kannst diese Leute sagen, aber das ist nicht melodisch genug und sowas, ne? Die Musik ist melodisch as fuck. Du brauchst halt nur Boxen, die so stark sind, dass du die Melodie in deinem Körper vibrieren spürst. Das ist halt das Ding. Das muss sich richtig wegnudeln, ne? Dein Körper als Resonanzraum missbrauchen. Du musst kurz vor so einem Herzinfarkt sein. Komplett alles wegvibrieren. Das ist die Melodie in der Musik. Du darfst da wahrscheinlich nicht aufs Nature, wenn du einen Schrittmacher so einen Scheiß hast, ne? Also kann ich mir nicht vorstellen, ne? Weil gerade im Bunker, der haut dir nicht richtig weg, ey. Freitag im Bunker. Und auf einmal steht so ein, weiß ich, keine Ahnung, Alter, 85 oder irgendwie sowas, so ein Typ neben uns. Ja, stimmt, ey. Der war richtig krass drauf, ey. Der war wirklich, der sah aus wie... die Harald Lesch, aber nochmal 20 Jahre älter. Ja, richtig crank, ey. Hab ich erstmal so zu dem gestellt, hab so hinter dem mich platziert und hab so aufgepasst, dass der nicht weggebumst wird.
Von anderen Girls, oder anderen Tanzenden. Achso. Okay. Girls würde ich ihm gönnen. Ja, da wäre das, man in dem Alter im Bunker noch so abgeht, richtig geil, ey. Das will ich auch, ey. Richtig Hammer, ey. Das ist mein Ziel, mit 80 immer noch auf Nature gehen. Immer noch im Bunker feuern. Digga, schon. Das ist schon gestört, ey. Oh. Oh mein Gott, ey. Das war aber eine knappe Geschichte hier, ey. Ja, bei mir auch. Oh! Was ist das hier? Ich hab nach oben rausflippen. Oh nein. Oh no! Alter, du direkt hinterher, ey. Oh, nochmal. Oh, das war close bei mir. Oh, nochmal. Gehst du wieder zurück? Oh, hier. Ich fahr jetzt einfach hier lang. Muss wieder ein bisschen Abstand gewinnen hier. Und einfach nur jumpen. Oh! Okay. Das ging aber. Die klassische Halle. Geil. Geil. So, jetzt schnupper ich aber richtig an deinem Windschatten, ey. Ja, aber insgesamt, also selbst, obwohl wir nicht so geiles Wetter hatten, obwohl unser Campingplatz ein bisschen ungünstig war für unsere Anlage, muss ich sagen, war in Nature einfach wieder geil, ey. Ja, ist schon jedes Mal ein Highlight. Aber muss sagen, die Rückfahrt, wenn man da irgendwie noch ziemlich kaputt irgendwie 6 Stunden zurückfährt, ne, das ist schon sehr, sehr böse, muss ich sagen. Bin das erste Mal jetzt auch selber gefahren, ne? Du kannst es... Oh, da war das Ziel. Oh! Du kannst es nicht anders machen. Also, du musst ja irgendwie hin und zurückkommen. Ja, ja. Also auch manche... Auch wenn ich gerne teleportieren würde. Aber. Oh, das wäre geil, ey. Oder fliegen. Kann man nicht irgendwie fliegen? Einfach erst... Ne, von Frankfurt dann wahrscheinlich, ne? Huh. Von Frankfurt auch musst du dann, ja. Oh, schade. Das hat mich wieder sehr happy gemacht. Also, Empfehlung geht raus, geht aufs Nature, ballert da mal richtig durch und genießt die Atmosphäre. Empfehlung von den Losers, ihm ist da. Wir müssen mal so eine Affiliate-Link reinballern, ne? Digga, ich muss Nature-Partner werden, irgendwie Nature, wie heißt das, Botschafter. Ich werde Botschafter der Nature, das wäre geil, ey. Alter, fick mich. Das hätte doch was. Also, Mutschalt, Daumen nach oben ballern. Auf welchen Festivals war ihr? Wart ihr so unterwegs? Da gibt's ja auch einige andere, ne? Also, Daumen nach oben ballern, bis dann reingehauen.